Ukraine will Mauer bauen und Fire TV in Deutschland. Das ist Sina, ich bin Marty. Und das sind die Was geht ab Flash News. Heute beginnt in Großbritannien ein zweitägiges Gipfeltreffen der NATO. Dabei wollen die Regierungsvertreter der 28 Mitgliedstaaten über die Ukraine-Krise sprechen. Am Morgen trafen sich Kanzlerin Angela Merkel, US-Präsident Obama, Großbritanniens Premierminister David Cameron, der französische Präsident Hollande und Italiens Ministerpräsident Renzi mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko, um mit ihm seine Einschätzung der Lage zu besprechen. Einen Tag vor dem NATO-Gipfel legte Russland der Ukraine einen 7-Punkte-Plan vor, um die Ukraine-Krise zu lösen. Die Forderungen lauten unter anderem, dass die Armeen aus den Gebieten Donetsk und Luhansk zurückgezogen werden und internationale Beobachter die Waffenruhe überwachen sollen. Putins Plan sieht auch vor, dass alle Gefangenen ohne Vorbedingungen ausgetauscht werden und Korridore im umkämpften Gebiet geschaffen werden, damit Hilfsgüter transportiert werden können und Flüchtlingen der Weg offen steht. Putin kündigte außerdem an, dass er eine Einigung mit der Ukraine bis Freitag für möglich hält. Die Ukraine lehnte den 7-Punkte-Plan aber bereits ab. Ministerpräsident Arseniy Yatsenyuk glaubt, dass Putins 7-Punkte-Plan nur ein strategischer Schachzug vor dem NATO-Gipfel war, um Sanktionen der EU zu entgehen. Yatsenyuk sagte in Kiew, Putin will den Konflikt einfrieren und damit neue Sanktionen gegen Russland vermeiden. Das ist ein Plan zur Vernichtung der Ukraine und zur Wiederherstellung der Sowjetunion. Die Ukraine denkt darüber nach, eine 2000 Kilometer lange Mauer an der Grenze zu Russland zu bauen. Der Ministerpräsident will so eine echte Staatsgrenze ziehen. Die Terrororganisation Al-Qaida kündigte in einem Video an, dass sie ihre Macht ausbauen wollen und einen neuen Ableger des Terrornetzwerkes auf dem indischen Subkontinent planen. Die neue Organisation Qaidat al-Jihad soll in Myanmar, Bangladesch und Teilen von Indien aufgebaut werden, mit dem Ziel, dort ein neues Kalifat zu errichten. Schon seit 2 Jahren versucht Al-Qaida, diese nun veröffentlichten Pläne umzusetzen. Ziel ist es, die muslimische Bevölkerung in diesen Ländern zu einen. Die Pläne Al-Qaidas können als Reaktion auf die konkurrierende Terrorvereinigung Islamischer Staat aufgefasst werden, da sie Gebiete im Irak und Syrien erobert hat. Al-Qaida hatte sich in der Vergangenheit bereits von der IS distanziert, weil sie zu brutal bei ihren Eroberungszügen vorgehen. Heute bekam der berühmte Architekt Norman Foster den Zuschlag, den neuen Flughafen für Mexiko-Stadt zu bauen. Er soll 6 Start- und Landebahnen haben und wäre damit einer der größten Flughäfen der Welt. Das Riesenprojekt ist sehr ambitioniert. Der Flughafen soll x-förmig aufgebaut sein und keine vertikalen Wände haben. Das Projekt ist eine Herausforderung wegen der häufigen Erdbeben in der Region. Insgesamt soll der Flughafen rund 120 Milliarden Pesos kosten. Das sind etwa umgerechnet 7 Milliarden Euro. Zum Vergleich, der BER sollte ursprünglich einmal 2 Milliarden Euro kosten. Bislang wurden schon über 4 Milliarden Euro ausgegeben. Und am Ende könnte das Berliner Projekt sogar 8 Milliarden Euro kosten und eventuell fertig werden. Der Bau in Mexiko soll Mitte des nächsten Jahres beginnen. Die Planer rechnen damit, dass die Bauarbeiten bis zur kompletten Fertigstellung etwa 50 Jahre dauern. Ab sofort kann Amazon Streaming Box Fire TV in Deutschland vorbestellt werden. Bislang wurde sie nur in den USA verkauft. Am Mittwoch wurde die Box in Berlin vorgestellt. Mit der Box können Filme und Serien, die über Amazon Instant Video ausgeliehen wurden, auf dem Fernseher abgespielt werden. Mit der Fire TV Box können außerdem Videos aus verschiedenen Mediatheken, wie zum Beispiel ARD und ZDF, Maxdome und Netflix abgerufen werden. Fire TV ist damit ein Konkurrenzprodukt zu Geräten von Microsoft, Apple und Google. Die bieten bereits Spielekonsolen und Streamingboxen mit ähnlichen Funktionen an. Im Gegensatz zu Konkurrenzprodukten funktioniert Fire TV auch per Sprachsteuerung. Wer Amazon Streamingbox vorbestellt hat, muss sich allerdings noch eine Weile gedulden. Ausgeliefert werden die Boxen nämlich erst ab dem 25. September. Denkt ihr, dass der 7-Punkte-Plan den Ukraine-Konflikt lösen kann? Was haltet ihr von der Mauer-Idee? Und was braucht ein Streamingdienst, damit ihr Geld dafür bezahlen würdet? Hier neben mir findet ihr noch 2 weitere Videos und unter Marty den Was geht ab Abo-Button. Unter Sina geht's zu Texcalibur und in der Videobeschreibung die Social Media, Dingstars und unsere Kanäle. Ja. Ja. Das waren die Was geht ab Flash News. Und Tschüss. Ja.